Wie ihr seht, sind viele neue Bücher und Arbeitserfahrungen gekommen. Die Vorbereitung für das nächste Schuljahr laufen. Fürs nächste Schuljahr sind wir also gut gerüstet. Aber trotzdem sollten wir nicht unsere Campus News vernachlässigen. Und hier sind sie schon. Bundesweiter Trikottag. Im Rahmen der Kampagne Dein Verein Sport nur besser findet heute am 14.06.2023 der erste bundesweite Trikottag statt. An diesem Tag stehen die Sportvereine im Mittelpunkt. An diesem Tag tragen Sportbegeisterte ihre Trikots und drücken damit die Verbundenheit zu ihrem Verein aus. Bereits in den vergangenen Jahren hatten Schüler und Schülerinnen, die im Stappenhagener Sportverein 1863 e.V. organisiert sind, mitgemacht. Bisher gab es den Trikottag jedoch nur auf Landesebene. Jetzt beteiligten sich Vereine aus ganz Deutschland. Mit dem Tragen des Trikots soll auch die große Bedeutung der insgesamt ca. 87.000 Sportvereine zum Ausdruck gebracht werden, denn sie sind Orte der Gemeinschaft, der Vielfalt, der Integration und der Inklusion. Und sie fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das gilt natürlich auch für unseren SSV 1863 e.V. und für Kickers 03. Zudem bietet so ein Trikottag die Möglichkeit des Weckens von Sportbegeisterung und der Werbung. Gerade nach der Zeit der Pandemie ist es wichtig, wieder regelmäßig in Bewegung zu kommen. Kinder und Jugendliche vom Reuterstädter Schulcampus sind mit dabei. Die Corona-Pandemie hat auch unseren jährlich stattfindenden Schulaustausch der Gesamtschule im polnischen Deschnau unabwendbare Grenzen gesetzt. Heute war es nun endlich wieder soweit, eine kleine Delegation von Schülerinnen der 7. und 8. Klasse des Gymnasiums und der Regionalschule machten sie auf den Weg. Begleitet werden sie von ihren Lehrerinnen, Frau Manche und Herr Schewitz. Ein tolles Programm, das von der Europagruppe unter Leitung von Frau Große und unserem polnischen Partner vorbereitet wurden, wartet in den nächsten 4 Tagen. Wir wünschen Schülerinnen und Lehrerinnen für die Exkursion nach Polen Spaß und viele neue Erfahrungen. 10er feiern letzten Schultag. Schon am Nachmittag des 31.03.2023 hatten sich unsere diesjährigen 10er vom Reuterstädter Schulcampus daran gemacht, Haus 1 und natürlich auch den Schulhof für ihre Zwecke zu gestalten. Es galt mal wieder für die Abschlussklassen der regionalen Schule, den unwiderruflich letzten Schultag zu feiern. In der Historie unserer Schule jetzt bereits zum 33. Mal. Einige Wochen hatten sich die Zehner und ihre Klassenleiterinnen, Frau Dott und Herr Heunkies, intensiv auf dieses Ereignis vorbereitet. Die Freude über ihren letzten Schultag teilten dann die Zehner am Morgen des Internationalen Kindertags mit ihren Mitschülern. Große Freude gab es aber auch bei Schulleiter Herr Traumann. Wurde er doch traditionell mit einem besonderen Gefährt abgeholt. Während die Zwölfer in diesem Jahr mit einer Feuerwehr vor der Tür standen, fuhren die Zehner mit einem himmelblauen Trabant vor. Und dann ging es durch die Stadt zur Schule. Und damit alle den Unterricht beginnen konnten, mussten wir erstmals Haus 1 gelangen. Und dazu müssten einige Lehrer und Lehrerinnen knifflige Aufgaben lösen. Denn in einem sicheren Tresor wurde der Schulschlüssel aufbewahrt. Und man konnte nur an den Code kommen, wenn man die Aufgaben gelöst hat. In Erinnerung bleibt von diesem Tag aber auch die schönen Gruppenbilder zum Abschluss der Schulzeit und mit einem symbolischen Aufsteigen von Luftballons und natürlich das abschließende Kegeln. Ab dem 2.6.2023 gilt es nun, die schriftlichen und danach auch die mündlichen Prüfungen zur mittleren Reife mit möglichst guten Leistungen zu bestehen und am 13.7.2023 die Abschlusszeugnisse zu erhalten. Für die Prüfungen wünschen wir jetzt schon einmal viel Erfolg. Bienenschwarm. Da war eine Königin zu viel in einem Bienenstock auf dem Reuterstädter Schulcampus. Kurz entschlossen machte sich so ein Teil eines Bienenvolkes auf die Reise in die nähere Umgebung des Schulgeländes. In einem Baum in relativ großer Höhe setzten sich Königin und Teilvolk nieder. Für jeden Laien ein großes Problem. Nicht so für Frau Dr. Nikelski, die das Imkern auf dem Schulcampus Stappenhagen initiiert hatte und viele Jahre den Profilkurs Junge Imker betreute. Ihr gelang es mit Hilfe von Herrn Marius Galler vom Stadtbauhof Staffenhagen und einer transportablen Bühne, den Bienenschwarm wieder einzufangen. Eine stachelige und aufregende Angelegenheit, die aber zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wurde. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch.